Und weiter geht es mit einer actiongeladen Folge von Once Human. Wir sind hier in so einem großen Dingen, keine Ahnung, wie man es genau nennt. Und ich weiß nicht, ob wir da reingehen und in eine andere Welt kommen, anderen Dungeon. Also so eine Art Dungeon, denke ich mal. Übrigens, wenn ihr mitmachen wollt, Leute, wir haben eine Kriegsbande. Ich wollte sagen, ein Kriegsclan, Kriegsbande. Die Auserwählten, Infos stehen alle in der Videobeschreibung. Und auf welchem Server, Welt 4 sind wir. Und ja, kommt einfach dazu. Wir haben noch Platz und ich lege einfach mal los, ne? Machen wir einfach mal weiter. Mary. Mary Poppins. You made it. I knew I could count on you. You're quite good at handling deviants, aren't you? I gotta say, you've proven yourself to be a good teammate. Du hast nichts gemacht. Ich bin gut, definitiv ja, aber du hast nichts gemacht. Du hast nicht einmal geschossen. Gut, ja. Kontakt mit dem Spalt. Ich muss mich mit anderen Spielern zusammentun. Was, wenn ich das alleine versuche? Besiege die Spalten. Was? Spalten den. Ja. Jo, ich weiß nicht. Soll ich mir lieber ein Team suchen? Spaltraum. Welches ist das denn? Gefräßiger Jäger. Empfohlen zwei Spieler. Ich könnte es mich noch alleine schaffen, aber... Gefräßiger Jäger. Kann ich hier nicht beitreten? Ja. Okay. Mal gucken. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht direkt in den Sprachchat oder so. Eigentlich keinen Bock drauf. Ich warte mal. Eigentlich müsste ich... Warte mal. Ansonsten versuche ich das einfach alleine. Ich bin jetzt zu einer sehr schlechten Uhrzeit. Muss ich gestehen. Bewerbung abgeschickt. Ansonsten erstelle ich einen. Keine Ahnung. Ich gehe einfach rein. Let's go. Rein mit uns. Was soll's? No risk, no pun, ne? Ich werde das schon schaffen. Wenn für zwei empfohlen, ich pack das schon. Okay. Ich hoffe es. Ich hab Mollys. Oh. Even without their submission. All right. We are still legion. Ja, ich hoffe, ich überlebe das. Ich habe wenigstens ein paar Upgrades letztes noch geholt. Ja, ich denke mal schon, ne? Oh. Geschmiert. Oh.
Oh, er ist da oben. Oh nein. Hier bin ich eigentlich safe, ne? Weg mit euch. Warte mal, spawnt die und ich glaube, ich muss da runter, ne? Ich muss, glaube ich, die Dinger kaputt machen. Ich glaube, sonst spawnen die ohne Ende, oder? Nix gut. Oh. Oh oh. Nein. Haben wir noch so Fässer? Oh. Okay, ich glaube, die Pistole ist trotzdem besser. So weit, so gut. Hau mir mal eine Spritze rein. Oh, warte mal. Das gut funktioniert. So, komm runter. Was? Okay, wir haben ihn. Wer braucht Teammates? Wer braucht schon Teammates? Oh, warte mal. Yes, sir. Was haben wir hier? Ja, her damit. Hui. Natürlich alles mitnehmen. Wer braucht schon Teammates? Keiner. Warte mal, ich hatte doch hier irgendwas gesehen. Nee, ne? Ich dachte, hier lag irgendwas rum. Anscheinend nicht, nö. Ja dann, ab nach Hause. Geronimo! Achso, doch nicht? Achso! Aha. Verlies, verlassen. Ja, alles alleine gemacht. Nee, nächste erneut herausfordernd? Nein. Ich will gehen. Ich will einfach nur gehen. Einmal reicht mir. Ja, war ganz cool, ne? Also jetzt hatten wir einfach mal so einen Boss gemacht und ja. Ich hab's mir ein bisschen schwerer vorgestellt, also es war cool, aber ich war eigentlich dahinter immer so sicher, ne, also wäre der jetzt immer auf uns zugelaufen und hätte nochmal irgendwie so einen Nahkampfmodus, dann wäre es auf jeden Fall echt hart geworden, aber
Ja, wir konnten uns immer so in Deckung bringen und so, ne? Deswegen passt schon. Alright. So, in so einem Ding waren wir ja, da sind wir, auch sowas sind wir rausgekommen. So ein bisschen Loot. Nehmen wir natürlich mit. Muss ich mich da jetzt reinstellen? Das so schlau ist. Lande ich jetzt wieder an der Welt, wie am Anfang, wo wir wie kennengelernt haben? Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt, ich weiß nicht, das Spiel, das, ich finde es gut. Ha? Du hast mich reingelegt. Du bist ein Typ. Du bist gar keine heiße Lady. Du bist keine süße Japanerin. Du hast mich hineingelegt. Aber ich spiele mit. You did it. I knew you could. I don't know why I was so worried. Thank you. This really means a lot to me. The fluctuations in Stardust seem to have grown calmer, and I feel stronger now. The more deviations we contain, the more the world will stabilize, and the more Mitsuko's power can grow. We still have 5 more monoliths to shut down. Until then, the physical world remains too dangerous for Mitsuko. Yes, but this is already a huge step forward. You've done your best, and we are already starting to see a change. Ja, wir sollten mehr Unterstützung suchen, na klar. Ja, ich mach das schon. But the Mayflies were wiped out by Rosetta. All because of me. I was too weak to save them. It wasn't your fault. None of us were ready to take Rosetta head on. And Rosetta's not the only threat out there. The Great Ones also covet Mitsuko's power. So remember, keep everything involving her a secret. We don't know who we can trust. Ja, ich weiß gar nicht mal, ob ich überhaupt dir trauen kann oder ihr trauen kann. Was ist, wenn sie ultra mächtig wird, dass alles nur ein Plan ist und am Ende ist sie der Endboss? Ich habe keine Ahnung. Könnte ich mir vorstellen, ne? Und ich bin der Gearschte. Habe ich den im Rucksack hier drin, ne? Diesen Smiley, oder? Gut, müssen wir nochmal hier irgendwie hoch oder so? Oder wo geht's jetzt hin? Öffne der Bildschirm. Ach so. Wir haben hier ganz viele Punkte, ne? Gegen Freischaltbedingungen für die nächsten Phase. Du musst ja erst freischalten, bevor da. Okay. Wir haben noch eine Spezialisierung verfügbar. Schürfen. Ja, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Schürfen. Spitzhacke, effizient, 25% auf der Welle in der Nacht. Okay. Doppelsprungfähigkeit, bis zu 5-mal einsetzbar. Okay, und wie oft? Beim Doppelsprung ist schon ganz cool. Rucksack kannst du schon sammeln. Ja, okay. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein Sammeltyp. Schürfen. Ich meine, wenn ich dann sammle und wir irgendwie mal Stahl und so brauchen. Ja, ich mach einfach, komm. Let's go. Aber ich weiß nicht mit dem Doppelsprung, wie oft das kommt. Wir können ja auch immer noch am Ende zurücksetzen, ne? Schürfer. Alles klar. Ich bin der Schürfer. Ja, die Punkte hier, die benutzen wir in der Base. Baupläne, Ausrüstung. Wir kriegen wieder Kram hier. Bin ich ja nur ohne Ende überfordert. Wir haben neue Ausrüstung. Ach, neue Waffen, guck mal hier. Nee, Quatsch. Ja, die habe ich doch schon ausgerüstet. Nee. Ich habe eine andere Pumpe. Doch, das ist doch meine Pumpe. Hä? Ich bin einfach nur noch verwirrt. Gut, also, was müssen wir das nächste machen? Öffnen es mit da. Öffnen. Den Mail-Bildschirm und schalte Garage frei. Ach so, ja, gut. Ja, dann machen wir es mal eben so. Garage, wo ist denn die Garage hier bestimmt? Nein, Quatsch, hier. Fahrzeuggarage. Na dann.
wenn die drauf bestehen. Let's head back to our territory and get some crafting done. Möbel. Ja, machen wir mal, warum nicht? Ich hätte auch gern Dach, Treppen, dann können wir ein bisschen an der Base rumbasteln, Ausrüstungslager. Dann sparen wir uns erstmal alles. So, zurück zum persönlichen Territorium. Ja, wir können uns, können hier vielleicht nochmal irgendwie suchen oder so, ob wir irgendwas finden, aber ich würde sagen, wir gehen tatsächlich erstmal zurück. Basteln vielleicht ein bisschen an der Base rumgucken, was wir da so Schönes machen können. Und ja, gucken einfach mal, ne? Einfach mal testen, einfach mal Freestyle, was da so möglich ist. Was eine Mutation, eine, also, nachdem du eine neue Mutation erlangt hast, musst du sicherstellen, dass wir... Achso, können wir mehrere so Zellen bauen? Kannst du detaillierte Informationen, die die Fähigkeiten für dich einsetzen? Also, ich hatte gesehen, dass wenn wir jetzt hier, wenn ich Anlage anwende, kriege ich hier Ressourcen. Aktivieren, der Ruhestand mit überschreitet. Aha. Begreife ich jetzt noch nicht so hundertprozentig. Ich hole mal das hier ab. Danke, Lebkuchenhaus. Warte mal. Das geht aber nicht kaputt, ne? Mhm. Okay. Interessant. Ich lage erstmal den Kram hier in die Kiste. Keine Ahnung. Ich würde sagen, das passt hier ganz gut rein. Was haben wir denn noch? Irgendwie... Das Fleisch lagern wir hier noch. Den nehme ich mal mit. Ja. Kriegen wir mal ein Stückchen Milch. Oh, warte mal, ich habe auch extrem Hunger. Komm mal rein damit. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Also, dann nicht lagern, zerlegen. Okay, das ist jetzt nicht so viel, aber her damit. Was lagere ich hier? Einen Stein und so ein Zeugs. Das heißt... Hier hauen wir den Kram rein. Und dann würde ich sagen, sieht es auch erstmal wieder gut aus. Wunderbar. Also. Sichere Paul Gel. Achso. Dann holen wir dich raus. Paul Gel. Was kriegt. Was machen wir mit dem hier? Oh, warte mal. Jede Mutation hat eine ganz bestimmte Vorliebe, Abneigung, besonders dafür angemeldet, ja? Das ist so schnell für mich. Ich muss sagen, das war, der Text ist ein bisschen zu schnell für mich. Stößt Gegner um und das hier herum. Okay. Ja. Den kann man irgendwie kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt gemacht habe. Synchronisieren. Ich weiß es nicht. Ich muss mich da irgendwie reinfuchsen. Ich habe das jetzt irgendwie noch nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, was ich jetzt getan habe mit dem Synchronisieren. Synchronisieren mit Wiege. Also wenn ich den jetzt hier synchronisiere, kämpft er mit mir mit oder wie? Ich verstehe es nicht. Ich denke ja, keine Ahnung. I don't know. Tresor. Ja, wie können wir hier Sachen lagern? Verstehe ich nicht so ganz. Gut, ja, also. Wir können jetzt sprechen. Baue ein Bett. Ich würde sagen, wir bauen ein bisschen an der Base rum. Und zwar würde ich ganz gerne neue Etagen haben. Und, ja. Ein paar Räume. Komm, wir können sogar eine coole Treppen hier machen. Mal so eine coole Treppe in der stylisch, ne?
das so ideal ist, keine Ahnung. Band. Halbruhe? Nee. Ich habe aber schon eine Idee, was wir ungefähr machen werden. Also ich würde ganz gerne den Raum hier einmal so zu haben. Also ein extra Raum. Da hatten wir es gerade. Nein, ach man. Können wir das nochmal drehen? Ja, gleich, ne? Warte, so. Ja. Und dann einmal so einen großen Rahmen. Aha. Dann nochmal so eine Geschichte hier. Na, okay, nicht ganz. In die andere Richtung bitte. So. Nur dieses, dieser Stil, wieder, wie das Holz gehalten ist, gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Wir hätten es doch gerade. Hä? Ah doch, okay. Und dann können wir hier die Kisten hinhauen, würde ich sagen. Dann wird hier vielleicht so ein bisschen gelagert. Machen wir hier noch eine Tür rein. Aber was ist der Unterschied hier von zwei Türrahmen? Keine Ahnung. Ja, diese Holztür gefällt mir irgendwie nicht so. Naja. Wir werden ja irgendwann was Neues kriegen. Fenster, blablablub. Möbel, Deko. Aussehen. Das schalten wir doch bestimmt irgendwann frei. Dann können wir wenigstens schöne Tapeten. Dann haben wir es hier drin ein bisschen angenehmer. Aber hier haben wir noch nichts. Gebäudebaupläne. Aha. Ja, also Türe. Wo war nochmal? Warte mal. Innenbereich, Anbau, hier. Ja, das lassen wir so offen. Sieht das komisch aus? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das gefällt mir nicht so ganz. Ich glaube, dann machen wir lieber so. So. Nein, ach, das war schon richtig. Ich habe mich einfach nur verdrückt. So. Okay. Ja. Hätten wir hier noch so einen Raum? Wir können ja das Ganze einmal so machen. Hier kommt man rein. Das Ding können wir auch noch umstellen, oder? Rahmen. Na, warte mal, zieht er meinen... Gebiet auch weg? Nee, ne? Nicht, dass das dann nicht mehr zu meinem Territorium zählt oder so. Ich muss das jetzt mal testen. Ich habe es jetzt nicht verschoben, oder? Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich habe es verschoben, ne? Warte mal, was, wenn ich das jetzt weiter... Ich muss jetzt einmal kurz testen. Was, wenn es jetzt hier hinten ist? Nee, okay, gut. Dann ist in Ordnung, weil dann können wir nämlich einfach sagen, so. Können wir dann erstmal hier hinhauen. Du kommst hier hin. Alles klar.
Das wird hier auch umgestellt. Kommt erstmal hier rein. Zack und... Ups. Ist falsch rum, ne? Ja. Müssen wir wieder 1 Million Mal drehen. Zack, 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 zack. Und dann könnten wir einfach sagen, so, die Kisten kommen da hinten rein. Hallo? Ja, super. Warte mal, hier haben wir dann auch einen Fehler. Ne, warte mal. So, zerstören. Machen wir es nämlich auch direkt so. Jo. Ich glaube, so ist ganz gut. Da muss ich mir die Kisten nur merken, dass ich da alles, ja, das einigermaßen einsortiere. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann irgendwie regeln, keine Ahnung. So. Und dann noch die letzte Kiste. Ah, da haben wir noch eine Holzkiste. Da habe ich, glaube ich, Nahrung drin. Die hauen wir auch erstmal rein. So. Kommt erstmal hier hin. So, soweit so gut. Dann einmal eine Tür, bitte. Her, hier. Nein, oh, falsch. Wohl. Sollen wir das so offen lassen oder auch eine Tür? Ja, komm, machen wir eine Tür. So, dann nochmal Wände, 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 Wände. Alles klar. Nein. So. Ja, dann haben wir hier vielleicht unser Hauptstützpunkt, also unser Wohnzimmer dann, oder wo so diese ganzen Dinger reinkommen. Dann hier werden wir wahrscheinlich noch irgendwie so eine Art Turm bauen. Ja, und hier ist dann erstmal Produktion. Und ich war, falsch. Und ich meine, ich kann nämlich noch eine, warte mal, erstmal hier Kram weghauen. Ja, so ein Dach will ich nicht. Ich will das ein bisschen anders bauen. Warte mal, können wir überhaupt einen Boden setzen? Ach ja, klar, den hier, ne? Müsste ich auch machen. Wir machen schon mal zu, damit das so nicht mehr so frei ist. Ja, ich weiß, ich muss sie noch umdrehen und so, aber das machen wir später. Brauche ich dann noch hier Licht drinne? Ich glaube, sonst wird es hier dunkel, kann es sein. Das machen wir noch. So. Ach, warte mal. Flugmodus. Wir können auch einen Flugmodus machen, aber ich mache das erstmal so. Ah, es ist ein bisschen düster hier drin geworden, aber... wegen dem Fenster nicht, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall auch Lampen. Mal Anlagen. Verteidigung. Funktionsanlagen. Ja, mehr hiervon brauchen wir auf jeden Fall. Schauen wir noch, was es mit dem anderen Kram hier auf sich hat. Strom. Ich wollte nämlich ganz gerne so einen Herd anbringen. Schau mal. Können wir
wir nicht bauen, oder wie? Warum? Ach so, Kohle fehlt mir, okay. Alles klar. Möbelbeleuchtung, ja. Da fehlt uns das Rezept. Werden wir auf jeden Fall noch machen. Aber nicht in dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem natürlich auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.